ihr Mittel zu bauen. Dann könnten sie das auch mit meiner Alge tun. Sie könnten es mit Windenergie oder Solar oder Kuhkacke oder was weiß ich. Aber sie wollen es nicht. Ich könnte jetzt das Handtuch schmeißen und sagen, was soll's, ist halt so. Aber ich weigere mich. Ich weigere mich zu glauben, dass die Menschheit aus Idioten besteht. So, helfen Sie mir jetzt, den Knopf zu drücken. Du wolltest mir auch nicht glauben, als ich zu dir kam. Werden Sie jetzt auch noch nachtragend? Nein. Muss ich nur den Knopf drücken? Ja, ich gebe Ihnen dann ein Zeichen. Okay, Bent? Was ist noch? Ach, nichts. Wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. Egal, was passiert. Danke. Faye, hören Sie mich? Laut und deutlich. Gut, dann bei drei. Eins, zwei, drei. Gleich haben wir's. Ich muss nur noch die Alge in den Container pumpen. Dr. Svensson, Miss Fay, oder wie auch immer Sie heißen mögen, treten Sie bitte beiseite. Dieser Raum und alle darin enthaltenen Objekte sind mit sofortiger Wirkung Eigentum von Indus Industries. Was? Was bilden Sie sich ein? Sie können doch nicht mein Labor stehlen! Doch, stehlen und sprengen. Vor allem Letzteres wäre nicht nötig gewesen, wenn Sie bei der Algenpräsentation fair gespielt hätten. Ein Umstand, von dem wir leider viel zu spät erfahren konnten. Duwe! Mein Freund, machen Sie sich nützlich und bringen Sie mir den Container. Wie kannst du diesen Mördern helfen? Ich habe mein ganzes Leben lang getan, was von mir erwartet wurde. Warum sollte ich jetzt etwas anderes tun? Niemand hat von dir erwartet, Lissa zu ermorden. Was? Verbarrikadier die Tür, Junior. Eine falsche Bewegung und du kannst durch die Matte pfeifen. Dr. Svensson, Miss Fay. Er hat die Haube zerschossen. Die Haube ist jetzt unser geringstes Problem. Er hat uns eingeschlossen. Nur die Ruhe. Ich bekomme das schon hin. Hoffen wir's mal. Also gut, was haben wir? Eine Stange und eine Keycard. Und ein Knopf. Der Algencontainer blockiert die Tür. Okay, Eisenstange in die Haube. Könnte passen. Aha, betätigen. In den Tanks werden die Stammalgen gelagert. Ach so. Sitzt. Betätigen. Klasse. Haube nehmen. Brauchen wir bestimmt noch. Ein Schussloch reinfassen. Jetzt müsste es gehen. Türknopf. Drücken. Algengenerator. Brauchst du nehmen. Hilfe beim Tragen? Danke, geht schon. Schneller, 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 schneller. Die Bomben könnten jederzeit hochgehen, also haben wir nicht sehr viel Zeit. In die Füllstation. Okay. Wir brauchen einen Schlauch. Schlauch abnehmen. Wie war das nochmal?
Ich muss mich jetzt gerade erinnern, ich glaube das. So, und jetzt? Genau, und jetzt halt wieder runter. Gut, jetzt halt den Schlauch rein. Ich kann den Schlauch so nicht verbinden. Gleich haben wir es. Hast du das nicht schon mal gesagt? Ja, aber gleich haben wir es wirklich. Faye, wir haben es geschafft. Wir haben die Alge. Jetzt nichts wie weg hier. Verdammt, verdammt, verdammt. Von hier an übernehme ich. In Ordnung. Aber seien Sie bitte vorsichtig. Wo habe ich das schon mal gehört? Okay, okay, okay. Ich komme nicht dran. Rumpel, klettern. Bent, kannst du mir helfen? Komme schon. Gott, seien Sie bitte vorsichtig. Das sieht gefährlich aus. Ja, ja, keine Angst. Aktenschrank, öffnen. Aktenschrank. Ein Aktenschrank. Klettern. Stehen Sie stabil? Der Schrank tut es jedenfalls nicht. Es geht schon. Dum, 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 dum. Kabel. Schwingen. Sind Sie völlig übergeschnappt? Sie hätten abstürzen können. Alles das, in Ordnung. Das ist schon in Ordnung. Stange. Bewegen. Was haben Sie jetzt schon wieder vor? Moment. So, Sie kommen da jetzt sofort runter und lassen mich das machen. Oh, vertrau mir doch einfach mal. Ich kann schon auf mich selbst aufpassen. Ich hab genug von Ihren. Und hör endlich auf, mich zu siezen. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Mann! Okay, Heizungsregler Kannst ausschalten. Kannst du das Gerät neben dir ausstellen? Sie wollen, dass ich die Heizung runterdrehe? Nein. Du willst, dass ich die Heizung runterdrehe. Du. Ha, Sie spinnen doch. Also gut. Du spinnst doch. Jetzt stimmt's. So, die Heizung ist aus. Okay, Heizungsrohr. Klettern. So, der Strom ist aus. Du kannst jetzt über das Geländer nach oben klettern. Ich klettere schon mal vor. Wir treffen uns dann oben wieder. Alles klar. Geben Sie auf, Dr. Svensson. Ich bin zwar der Lakai eines skrupellosen Energiemoguls, aber Sie sind kein James Bond. Kommen Sie da raus, aber brechen Sie sich bitte nichts.
Wo ist mein Sohn? Dr. Svensson 2 residiert angeschossen und flennt unten bei der toten Miss Hinrichs. Ich lasse Sie gern zu ihm, aber vorher überreichen Sie mir die Alge. Ich versichere Ihnen, sie wird sich ganz ausgezeichnet in der Orchideensammlung meines Klienten machen. Waren Sie schon mal in Brasilien? Scheren Sie sich zum Teufel! Wir werden ja sehen, wer zuerst da ist. Leben Sie wohl, Mr. Bent. Duwe? Verschwinde hier! Hau ab! Ich komme runter. Verschwinde hier! Mein Rücken. Bent? Wo bist du? Hier oben. Ich bin hier oben gelandet. Kümmere du dich um meinen Sohn. Ich suche einen Weg, wie wir hier wieder rauskommen. Verstanden. Okay. Duwe, reden.